Also, willkommen. Kleiner Talk über Bergbackup. Also der Talk an sich ist auf Deutsch, Folien habe ich aber auf Englisch. Denke mal, kommen die meisten damit klar. Wenn irgendwas unklar ist auf den Folien, einfach nochmal kurz zwischendrin fragen. Dann erkläre ich es nochmal. Der Talk ist jetzt also mehr so über Bergbackup überhaupt, so Grundlagen, Anwendungen und so weiter. So für die Entwickler hatten wir ja vorhin so eine kleine Runde, wo wir uns den Code ein bisschen angeschaut haben. Generell, Bergbackup ist vielen vielleicht noch nicht bekannt, ist aber eigentlich jetzt keine neue Software, war aber früher unter dem Namen Attic bekannt und ist jetzt also so insgesamt ungefähr 6 Jahre alt. Bergbackup ist einfach ein Fork vom Attic-Projekt. Kommt bei ziemlich vielen Leuten gut an. Ein griechischer Benutzer, Stavros auf Twitter, hat mal gemeint, er hätte den Holy Grail of Backup-Software gefunden. Bezog sich damals auf Attic, aber wie gesagt, Borg ist praktisch das gleiche in grün, nur halt weiterentwickelt. Und jetzt mal zu den Details, warum ihr das vielleicht haben wollt. Generell, so ein Backup ist immer so ein bisschen eine lästige Sache. Einerseits will man es haben, aber so richtig viel Zeit aufwenden will man auch nicht. Und wenn es kompliziert wird, ist auch blöd. Also man will eigentlich was Einfaches haben, was auch irgendwie schnell funktioniert. Sollte also auch auf so einem Gigabyte Daten jetzt nicht ewig lang rumkauen, sondern das sollte halt recht flott gehen. Dann, wenn man nicht arg viel Speicherplatz braucht auf einem Backup-Medium, ist natürlich auch vorteilhaft. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr praktisch jeden Tag euren Rechner sichert, die meisten Daten sind ja immer wieder die gleichen. Also wäre durchaus vorteilhaft, wenn man die deduplizieren könnte, sodass die gleichen Daten nicht mehrfach auf dem Speichermedium nachher liegen. Kompression ist natürlich auch ein Feature, was man haben will. Das ist jetzt nicht so schwierig. Bei Kompression ist das Einzige, was halt da ein Punkt ist, man will relativ schnelle Kompression haben. Also wenn die Kompression eure Backup-Geschwindigkeit unheimlich runterzieht, wird es halt dann vielleicht auch ein bisschen langweilig. Es sei denn, ihr habt irgendwie eine super langsame Verbindung, wo ihr also da was rausholen könnt. Dann das Borg-Backup macht auch authentifizierte Verschlüsselung. Das bedeutet, dass die Daten, wenn ihr wollt, als erstes verschlüsselt werden und dann oben drüber nochmal eine Art Signatur berechnet wird. Das heißt, da kann keiner irgendwo an den Daten oder Kryptodaten rumfummeln, ohne dass ihr es merkt. Also so ein paar der üblichen Angriffe auf Kryptographie werden praktisch durch diese Signatur schon bekämpft. Was man auch haben will, ist jetzt eigentlich so ja kein so besonders besonderer Punkt, aber man will natürlich alte Backups auch irgendwann vielleicht mal löschen können. Hört sich jetzt blöd an, ist eigentlich klar, aber ich sage es deshalb, weil manche Backup-Software unterstützt das irgendwie noch nicht. Also es gibt so ein paar Systeme, die arbeiten da irgendwie noch dran und die können also bisher keine alten Backups löschen. Also bei Borg-Backup ist auch das implementiert. Borg-Backup benutzt ein relativ einfaches Backend. Also ihr könnt entweder ein lokal gemountetes Dateisystem benutzen. Das kann also so ganz normal eine USB-Platte oder sowas sein. Ihr könnt euch aber auch per SSHFS einen lokalen Mount von einem Remote-Dateisystem machen. Das geht auch. Und einfach da das Zeug reinspeichern. Der zweite Modus, der unterstützt wird, ist über SSH. Das funktioniert dann so, dass praktisch ein lokaler Borg-Client die Daten einsammelt, verschlüsselt, komprimiert und so weiter und dann mit einem Remote-Borg auf dem Server kommuniziert über ein Remote-Procedure-Protokoll, das dann über SSH transportiert wird. Das ist also der zweite Betriebsmodus. Also entweder einfach ein lokaler Mount oder halt dieses über SSH drüber. Im letzteren Fall muss natürlich Borg auf dem Server installiert sein, dass die zwei sich unterhalten können. Das Ganze ist unter BSD-License, also recht frei verwendbar. Wir haben recht gute Dokumentation, liegt auf borgbackup-readthedocs.io. Da ist also sowohl so ein Quickstart drin, als auch so die Feature-List am Anfang und auch eine Referenzdokumentation und so eine kleine FAQ. Was den Plattform-Support angeht, Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, macOS X, ohne Gewähr, Cygwin mit Windows
Und momentan arbeitet jemand dran, einen Native Port auf Windows zu machen, also wo man kein Cygwin mehr braucht. Letzteres ist aber noch in Arbeit. Das Cygwin könnt ihr probieren, sollte eigentlich funktionieren, ist jetzt aber nichts, was wir regelmäßig testen. Also wenn jemand irgendwie Windows gerne benutzt, darf gerne mithelfen bei so Windows-Testing-Sachen und so. Da gibt's also noch ein bisschen was zu tun. Was die Architekturen angeht, so die normalen x86, x64, halt AMD, Intel, so das Übliche. ARM-CPUs sind auch kein Problem, also ihr könnt es auf dem Raspberry Pi oder ähnlichen Dingern laufen lassen. Es tut sogar seit kurzem auch problemlos auf Big-Endian-Architekturen, also wenn ihr noch einen alten Power Mac oder sowas rumstehen habt mit Power PC drin, da tut es jetzt auch. Müsst ihr also nur die neueste Version verwenden. Was auch supported wird, zumindest auf diesen FreeBSD, Linux und Mac OS X, sind Extended Attributes und ACLs. Also bei Linux wird das eine übers andere realisiert, ist aber nicht bei allen Systemen so. Der Support für NetBSD und OpenBSD, der fehlt noch. Also da müsste irgendjemand, der diese Systeme benutzt und kennt, das vielleicht nochmal einbauen. Ist allerdings ein Dummy drin, also macht kein Problem, wird einfach nur halt nicht mitgesichert, wenn ihr also jetzt NetBSD zum Beispiel habt. Was es auch gibt, ist Fuse Support. Also wenn ihr so ein paar Backups gemacht habt und irgendwann halt feststellt, ups, ich habe da eine Datei gelöscht, ich brauche da 1, 2, 3 Dateien wieder. Man müsste jetzt nicht lange auf Kommandozeile rummachen und da irgendwie den Dateinamen eintippen. Ihr könnt einfach das komplette Backup-Repository über einen Fuse-Mount mounten. Und wenn ihr dann in das Verzeichnis reingeht, seht ihr eure ganzen Archive. Und wenn ihr dann ins Archivverzeichnis reingeht, seht ihr ausgebreitet eure ganzen Dateien und könnt einfach mit einem File-Manager das dann rauskopieren. Also ist vor allem, wenn man jetzt nicht alles braucht, sondern nur ein paar Sachen, ist das sehr bequem. Wenn man größere Sachen auspacken will, also so ein komplettes Archiv, ist allerdings schneller, wenn ihr das normale Extract benutzt und nicht Fuse. Also Fuse ist File System in User Space. Zum Code kurz. Das meiste ist in Python, und zwar in Python 3, genauer gesagt 3.4 Plus, also sehr moderne Python-Version wird da angefordert. Das haben wir kürzlich hochgezogen. Seither war auch Python 3.2 und 3.3 noch dabei. Allerdings Python 3.2, also die, wo Python programmieren, wissen das. Das ist ein bisschen nervig, weil da halt manche Dinge noch nicht so richtig funktionieren und weil auch mehr und mehr Support von den Libraries einfach wegfällt, weil es keiner mehr supportet. Deshalb haben wir halt jetzt bei der 1.0er-Version gesagt, okay, ab 3.4, und das ist auch in der Regel kein Problem, weil die Linuxe das drin haben und auch die anderen Plattformen. Aktuell ist ja 3.5.1, also ist jetzt nicht so wild. Was auch noch dabei ist, ist Cython. Cython ist so an der Schnittstelle zwischen C und Python-Code. Das Nette ist, man kann so diverse Low-Level-Sachen machen, also irgendwie 32-Bit-Integers definieren und irgendwelche Character-Arrays und so, also praktisch mit C-Datenstrukturen arbeiten. Aber man hat trotzdem praktisch so ein bisschen die Komfort-Features von Python, also die Syntax ist halt mehr an Python angelehnt wie an C. Und man kann das auch teilweise mischen und so, also ist sehr bequem und tut einem auch so ein bisschen abnehmen, so Glue-Code quasi von Hand zu schreiben. Und die letzten 5% vom Code sind in C. Das ist also dieser sogenannte Chunker, der die Dateien zerhackt in Fragmente. Dann tun wir OpenSSL benutzen, LZ4, das sind halt alles in C implementierte Libraries, also da, wo es auf Geschwindigkeit generell ankommt. Insgesamt sind es ungefähr 12.000 Zeilen Code und es ist modularisiert, also man kommt da relativ gut rein, es ist jetzt nicht so arg großes Projekt. Bei Attic waren es, glaube ich, noch 6.000, 7.000, 8.000 Zeilen irgendwo, also ist deutlich angewachsen im letzten Jahr. Hat relativ wenige Dependencies, also vor allem LZ4, OpenSSL braucht man, Message Pack und so, ist jetzt aber durchaus übersichtlich. Wir haben einen Haufen Unit-Tests, so ungefähr 84% Coverage, und Travis CI benutzen wir als Continuous Integration System. Also wenn ihr einen Pull-Request oder sowas macht, wird er automatisch gecheckt, ob die ganzen Tests noch funktionieren. Zur Sicherheit von der Backup-Software, da gibt's also so verschiedene Dinge. Einerseits, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, er macht
oberhalb der Krypto eine Signatur obendrauf. Die dient also im Endeffekt auch zur Authentifizierung. Sind es wirklich die Daten, so wie ich sie gesichert habe, oder hat da irgendjemand dann rumgefummelt? Also quasi sind es wirklich meine Daten. Das wird über einen HMAC realisiert, HMAC SHA-256. Also nur wenn man praktisch den Secret Key hat, kann man diese Signatur generieren. Darüber kann man halt verhindern, dass jemand gezielt auf eurem Repository-Server an euren Daten rumfummelt, ohne dass ihr es merkt. Das Zweite ist, man will natürlich, wenn man jetzt so irgendeinen Host irgendwo angemietet hat und seine Backups da drauf schüttet, dann hat man das Ding ja nicht unbedingt physikalisch unter Kontrolle. Das kann sein, das steht in irgendeinem Rechenzentrum, wo man normalerweise halt nicht sieht, ob da irgendeiner dran rumfummelt. Und dann will man natürlich vermeiden, dass die Daten da irgendwie sichtbar sind, die man backupt. Deshalb wird bei Borg werden alle Daten und auch alle Metadaten auf dem Client verschlüsselt, bevor sie überhaupt auf die Leitung gehen. Wenn sie dann übertragen werden, wird das Ganze noch in der Regel über SSH transportiert, also ist praktisch nochmal über SSH ein Krypto-Layer drüber. Und wenn sie dann im Repo abgespeichert werden, ist das auch in dieser verschlüsselten Form, wie es der Client halt abgeschickt hat. Also wenn man so ein Repo reinguckt, man sieht eine Config-Datei, wo halt so ein paar banale Config-Werte drinstehen. Und ansonsten sieht man nur viele ungefähr gleich große Dateien, wo ein Haufen Kryptosalat drinsteht. Also da fängt man nicht wirklich was damit an. Also man sieht keine Dateinamen und keine Inhalte. Das Ganze ist Free and Open Source Software. Und man kann also den Code auch durchaus lesen. Relativ viel ist in Python und der Code, wo in C ist, ist nicht so wahnsinnig komplex. Buffer Overflows zum Beispiel ist ja ein typisches Problem von C-Software, hätte man also in dem Fall nur in diesen 5% des Codes, die aber wie gesagt nicht so komplex sind. Der Rest ist in Python, da hat man solche Problemchen in der Regel nicht. Also von der Sicherheit vielleicht ganz gut schon mal als Grundlage. Anderer Aspekt, ich habe es mal mit Safety bezeichnet. Man will natürlich, dass wenn man da einen Haufen Backups macht, dass man die auch dann irgendwann benutzen kann und dass dann nicht irgendwie was unerwartet, unbemerkt schief geht. Deshalb ist in Etik und auch in Borg das Ganze recht robust designt. Also dieses Repository ist wie so eine Art Transaction Log. Also er speichert da praktisch Daten rein und irgendwann sagt er, okay, ich bin fertig, commit. Und er macht auch entsprechende Syncs aufs Dateisystem. Und wenn praktisch der Commit da ist, dann weiß man nachher, okay, das war wirklich alles und komplett und so weiter. Und angenommen, der Commit würde fehlen, dann weiß man, okay, alles seit dem letzten Commit ist irgendwie nur so halblebig, das vergessen wir lieber. Ja, das war wahrscheinlich nichts, ist irgendwas unterbrochen worden oder irgendwas anders schiefgegangen. Also der arbeitet mit so Transaktionen. Was er außerdem macht, sind Checkpoints, das ist mehr so um, ja, wenn man so ein bisschen eine wackelige Verbindung hat, also angenommen man hat eine DSL-Verbindung und die bricht halt alle dreiviertel Stunde mal weg oder so, der macht alle 5 Minuten einen Checkpoint und wenn man dann zum Beispiel bei Minute 6 so eine Leitungsunterbrechung hat, dann würde man nur diese eine Minute verlieren, weil praktisch bis Minute 5 ein partielles Archiv erstellt worden ist, was aber gültig ist. Also da ist ein Commit hinten dran. Die Daten bis zu dem Punkt sind vollständig und committed. Und wenn man dann einfach das Backup neu anstartet, dann macht er im Prinzip nochmal ein komplettes Backup. Also der macht kein Resume und macht an der Stelle weiter oder so. Der fängt im Prinzip nochmal von vorne an. Aber dadurch, dass er die Daten schon ins Repo reingespeichert hat und weil er halt dedupliziert, muss er die Dateninhalte nicht nochmal übertragen. Er tut praktisch nur die Metadaten vielleicht nochmal reinspeichern. Und von dadurch sieht es dann praktisch so aus, wie wenn er ein Resume machen würde und halt bei Minute 5 dann einfach weitermachen würde. Aber man kann die Checkpoint-Zeit übrigens auch ändern. Also wenn man eine stabilere Leitung hat, kann man da durchaus auch eine halbe Stunde oder Stunde oder irgendwie sowas einstellen. Also bis zu der Zeit, das ist als Maximum, was man quasi an Übertragungszeit verlieren kann, wenn irgendwas schief geht. Ein kleiner Sicherheitsaspekt ist auch noch, wir verwenden eine Bibliothek, die heißt MessagePack. Ihr könnt es euch vorstellen, das ist so ähnlich wie JSON oder Pickle. Also da wird einfach eine Datenstruktur serialisiert. MessagePack ist allerdings nicht Textformat, sondern binär. Und da muss man beim Auspacken ein bisschen aufpassen, weil man kriegt ja da irgendwie von dem Remote-Repository irgendwelches Zeug rüber.
Und wenn es da jemand schaffen würde, halt irgendwie an so einer serialisierten Struktur rumzufummeln, dann könnte er natürlich sagen, okay, das waren jetzt nicht 5 Integer-Werte, sondern 4 Milliarden Integer-Werte, und dann würde auf einmal der Speicher explodieren. Also deshalb ist praktisch dieser Unpacker, wo diese Datenstrukturen auspackt, wird halt mit Parametern versorgt, wo man halt von vornherein sagt, okay, das können nur 10 Werte sein, weil in der Datenstruktur einfach nicht mehr drin ist. Also man kann da nicht über Memory Denial of Service oder sowas machen. Zu den Crypto-Keys kurz. Also wie gesagt, er macht Kleinzeitverschlüsselung. Er verschlüsselt alles, Metadaten und Daten. Und es werden auch verschiedene Keys für verschiedene Dinge generiert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt streng genommen notwendig wäre, aber andererseits, das sind nur ein paar Bytes und es schadet auf jeden Fall nichts. Also der AES-Schlüssel ist ein anderer Schlüssel wie der HMAC-Schlüssel. Und es gibt noch einen Seed für die Junker-Tabelle, das ist nochmal ein anderer Random-Wert. Also die werden da vorsichtshalber einfach auseinandergehalten. Dann, wenn ihr so einen Schlüssel habt, dann macht man da in der Regel eine Passphrase drauf, dass also der Kryptoschlüssel halt Passphrase geschützt ist, so ähnlich wie bei SSH auch. Da wird PBKDF2 mit 100.000 Runden verwendet. Also das ist so auf einem normalen Rechner irgendwie so ein Bruchteil von einer Sekunde. Also wenn jemand da was brute-forcen wollte, würde er praktisch pro Versuch irgendwie halt eine Zehntelsekunde oder eine halbe Sekunde oder sowas brauchen. Also man kann nur relativ wenige Versuche pro Zeiteinheit machen. Das ist nicht so, dass man da 1 Million Versuche pro Sekunde machen kann, um da das irgendwie anzugreifen. Ist natürlich trotzdem sinnvoll, dass man eine relativ lange Passphrase nimmt, dass das nicht zu trivial erratbar ist. Es werden 3 Modi unterstützt. Also hier steht Keys drüber, aber im Prinzip sind es eigentlich Verschlüsselungsmethoden und wie der Key nachher gespeichert wird. Das eine ist halt None. Ihr könnt einfach sagen, ich will keine Verschlüsselung, dann lässt das halt einfach. Ihr könnt auch sagen, ich will Repo-Key haben. Dann wird euer mit Passphrase geschützter Kryptoschlüssel ins Repository reingespeichert. Also wenn das remote ist, auf irgendeiner gemieteten Kiste, dann liegt dort der Schlüssel, er ist aber über die Passphrase geschützt. Also muss die Passphrase wissen, sonst fängt man nichts damit an. Oder ihr sagt, ich will das nicht haben, ich will den Schlüssel lieber bei mir haben, dann macht ihr Keyfile-Modus, dann speichert ihr den Schlüssel in euer Home-Verzeichnis auf dem Client ab. Ein Nachteil dabei, ihr müsst diesen Schlüssel, der auf eurem Client liegt, separat sichern. Weil damit ist das ganze Repo verschlüsselt. Wenn ihr den Schlüssel verliert, könnt ihr den nicht mehr aus eurem Backup rausholen. Ja. Deshalb ist auch der Repo-Key-Modus der Default, weil ich diesen Fall vermeiden wollte, dass die Leute das vergessen und nachher blöd dastehen, wenn sie keinen Schlüssel mehr haben. Aber wer es beachtet, kann also gerne auch Keyfile-Modus benutzen. Er muss halt nur den Key auf jeden Fall sichern. Schadet auch beim Repo-Key-Modus nichts, weil es könnte ja sein, dass mal irgendwie was korruptet wird durch irgendein Problemchen. Also auf jeden Fall eigentlich eine Kopie vom Key machen, das ist immer gut. Zu Krypto selber, Authenticated Encryption, Encrypt den Mac. Das ist eigentlich das, was gerade so in der Krypto-Szene, sage ich jetzt einfach mal, als sicher betrachtet wird. Früher wurde es teilweise auch andersrum gemacht, dass man erst quasi signiert hat und dann verschlüsselt, aber das ist super heikel und da kann ziemlich leicht was schieflaufen. Deshalb halt diese Reihenfolge. AES 256 im Counter-Modus hat Vorteile, man muss kein Padding oder irgendwas machen, man kann auch nicht irgendwelche Hacks mit Padding machen. Und HMAC SHA 256, das gab es halt fertig in der Python-Standardbibliothek. Mit dem Letzteren bin ich ein bisschen unglücklich, weil das leider relativ langsam ist. Also relativ im Sinne von so ein paar hundert Megabyte pro Sekunde. Borg-Backup verwendet also diesen Counter-Mode. Und da wissen ja viele von euch wahrscheinlich, im Counter-Mode muss man beachten, dass sich so ein Counter niemals wiederholt. Das wird so gemacht. Es wird halt irgendwo mal angefangen, wahrscheinlich, was weiß ich, bei 0 oder einem Zufallswert, weiß ich nicht. Dann wird der Counter einfach während dem Backup immer weiter gezählt. Und wenn der am Schluss praktisch sein Manifest schreibt und einen Commit macht, dann steht der Counterwert, glaube ich, im Manifest irgendwo mit drin. Und wenn er das nächste Backup macht, liest er das einfach wieder zurück.
rechne dann noch die paar Blöcke drauf, die das Manifest selber gebraucht hat, und mache dann bei dem Wert weiter. Also es wird nach Möglichkeit vermieden, dass da irgendwas doppelt benutzt wird. Es gibt allerdings einen Fall, wenn man es abwirkt, dann könnten blöde Dinge passieren. Wie ist das, die früher geschriebenen Sachen, da wird nie was dran geändert? Also ich kann nicht dadurch, dass ich mir eine Kopie von dem Backup ziehe, 2 Monate das weiter benutzen lasse und ich dann mir eine neue Kopie ziehe als Angreifer oder als Sore, den Common Mode entfernen. Ja, also die Frage ist, ob man, wenn man sich einfach eine Kopie zu einem bestimmten Zeitpunkt macht und das dann mit einem neueren Backup XORT, ob man damit was anfangen kann. Es gibt 2 Betriebsmodi. Der eine Betriebsmodus ist Append Only. Da bin ich ziemlich sicher, dass du damit nichts anfangen kannst, weil da wird an alten Daten überhaupt nichts geändert. Die liegen da einfach rum und werden nie wieder angefasst. Und er macht immer nur zusätzliche dazu. Der andere Modus, wo also nicht Append-Only ist, der liest also alte Daten und kompaktiert die, wenn da Löcher drin entstehen, und macht neue Chunks draus. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es angreifen sollte, aber da tut er auf jeden Fall die alten Daten nochmal anfassen. Er tut sie dann aber auch wieder neu verschlüsseln, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich es angreife. Mit dem neuen Counter oder dem alten? Mit dem neuen. Also der Counter wird im Endeffekt nur am Schluss weggespeichert und zum Weitermachen praktisch. Also ich denke mal, wahrscheinlich nichts machbar, und selbst mit diesem Backup abwirken und dadurch praktisch provozieren, dass man nochmal die gleichen Counter verwendet. Selbst das ist relativ schwierig, weil ihr müsst euch vorstellen, das Ganze geht ja nochmal über SSH in der Regel drüber, und also so an der Leitung irgendwas rummachen oder so, ist irgendwie schwierig. Wobei wir wollen das so ein bisschen ändern, dass es vielleicht auch diese Eventualität noch beseitigt. Was auch geplant ist, das Problem an diesem oberen Modus, also erst AES mit Counter-Modus und dann nochmal den HMAC rechnen, das ist nicht so wahnsinnig schnell. Das erste geht relativ schnell, weil es Hardware beschleunigt ist, aber das zweite ist halt Prozessor und ohne Hardwarebeschleunigung. Daher ist geplant, dass wir GCM-Modus implementieren. Der macht nämlich beide Sachen quasi in einem Durchlauf, und da wird auch beides über CPU-Instruktionen unterstützt. Das heißt, ich kann 2 GB pro Sekunde da durchpumpen auf einer normalen Laptop-CPU hier mit AES-Beschleunigung. Und das Feature ist also seit ein paar Jahren schon drin. Also wenn man so normale Intel- oder AMD-Hardware hat, hat man das in der Regel auch. Was auch angedacht ist, das ist aber noch nicht so ganz sicher, es gibt im neuen OpenSSL so einen OCB-Modus. Der war früher so ein bisschen problematisch wegen Patenten. Inzwischen gibt es aber so eine Patent-License, wo gesagt wird, okay, OpenSSL darf es benutzen und auch andere freie Projekte. Also von daher, denke ich mal, könnte man das wahrscheinlich jetzt benutzen. Der Vorteil ist, das ist noch ein bisschen schneller und nicht schlechter. Also das ist nochmal 30% schneller. Für CPUs, die keinen Hardware-Support haben, könnte man auch noch so ChaCha 20 Poly 1305 oder sowas implementieren. Das ist einfach ein Software Cipher, auch mit Authentifizierung, der aber halt deutlich schneller berechenbar ist wie AES. Wie gesagt, wir benutzen OpenSSL, müsst aber deswegen nicht in Panik verfallen. Die Bugs, wo so in letzter Zeit in OpenSSL hin und wieder mal waren, diese Sicherheitsprobleme, das war ja relativ oft bei irgendwelchem relativ komplexen Kram mit irgendwelchen Handshakes oder so, oder bei Padding oder irgendwas. Also wir verwenden im Prinzip nur die AES-Primitive. Also wir sagen halt, hier ist ein Datenblock, bitte einmal AES-Counter-Mode. Also das ist nicht so besonders schwierig oder komplex von der Abwicklung her. Und man kann das auch nicht irgendwie auf dem Netzwerk durch Dazwischenfunken angreifen, weil das läuft halt lokal auf dem Client. Zur Kompression kurz. Also man kann sie einfach ausschalten, das ist übrigens auch der Default, also wenn ihr mit Attic zum Beispiel vergleicht, müsst ihr beachten, Attic tut by Default komprimieren. Und zwar Zlib Level 6, also relativ aufwendige Kompression, und dadurch ist es halt auch etwas langsam. Bei Borg habe ich einfach die Kompression aus by Default, einfach um euch das entscheiden zu lassen, was für eine Kompression ihr am liebsten haben wollt. Weil das muss man sich wirklich überlegen. Man kann da nicht einfach einen Default, der jetzt für jeden passt, einfach einbauen.
Ohne braucht man natürlich keine CPU, ist also von daher am leichtesten auf der CPU. Was aber eigentlich oft besser ist, ist, wenn man das LZ4 anmacht, weil LZ4 ist super schnell. Also da kann man auch so im Gigabyte pro Sekunde Bereich damit komprimieren. Uns braucht trotzdem relativ wenig CPU-Zyklen insgesamt. Und dadurch, dass er dann im Endeffekt weniger Daten zum Wegspeichern hat, ist das oft schneller, wie wenn man die Kompression auslässt. Zlib könnt ihr auch machen, also so Zlib Level 1 oder sowas ist vielleicht auch noch okay und recht zügig. Je weiter ihr halt mit der Stufe nach oben geht, desto lahmer wird es halt. Und LZMA ist so das Heftigste. Da würde ich empfehlen, die oberen Levels lieber nicht einzuschalten, weil die sind super rechenintensiv und brauchen auch Unmengen von Speicher. Und es kann sein, dass sie genau gar nichts bringen, weil die Datenmengen, wo sie was bringen würden, die haben wir nicht am Stück. Wir haben immer nur so ein Megabyte oder zwei. Und wahrscheinlich die hohen Levels würden also nur bei größeren Dateien oder bei größeren Blöcken was bringen. Zur Deduplizierung kurz. Da wird es jetzt interessant für die Leute, wo zum Beispiel Rsync mit Hardlinks oder irgendwie sowas verwenden. Wenn ihr das macht, dann habt ihr schnell mal ein Problem, wenn ihr jetzt zum Beispiel virtuelle Maschinen-Images sichert, weil sobald ihr eine virtuelle Maschine startet und dann halt wieder euer Rsync-Backup laufen lässt, ist halt die komplette virtuelle Maschine im Prinzip nochmal auf eurer USB-Platte oder auf eurem Server. Weil der halt einfach nur guckt, aha, die Datei hat sich geändert. Und wenn sie sich geändert hat, macht er halt keinen Hardlink, sondern dann macht er halt nochmal eine Kopie. Also von daher braucht es ziemlich viel Platz. Was man auch beachten muss, das weiß ich jetzt gerade nicht genau, ob das bei Rsync irgendwie machbar ist. Aber VM-Dateien haben ja relativ oft Löcher drin. Also es sind sparse, ein Haufen Nullen irgendwo, wird nicht wirklich auf Platte abgespeichert, sondern wird praktisch nur vorgemerkt, aha, hier kommt jetzt 1 GB Nullen. Also oft so der unbenutzte Restplatz, sage ich jetzt mal, auf der Disk. Da ist wichtig beim Abspeichern, also beim Archivieren, beim Backup erzeugen, ist das noch nicht so ein großes Problem. Man kann ja die ganzen Nullen lesen und durch die Kompression verschwinden die da im Endeffekt eh, weil sie zusammen komprimiert werden. Das Problem ist aber, wenn die VM-Datei sparse war, ich tue sie backupen und tue sie dann wieder restoren, wenn dann mein Backup-Tool keinen Sparse-Support hat, dann werden alle Nullen auf Platte geschrieben. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn das vorher halt irgendwie ein Terabyte war und viel Sparse dabei war, dann sind es halt auf einmal 10 Terabyte und euch läuft die Platte über. Ja. Deshalb ist es wichtig, dass beim Restore halt die Nullen nicht generell auf Platte geschrieben werden, dass man da zumindest eine Wahl hat, das Sparse zu machen. Was man auch machen kann, ist, dass man physikalische Devices direkt sichert. Also wenn ihr jetzt irgendeine Logical Volume oder sowas sichern wollt, macht einen Snapshot davon und dann könnt ihr bei Borg Backup sagen, bitte sichere mir diese LV. Also einfach das Device halt angeben. Dann tut er das Device-File nicht als Device-File sichern, sondern er macht es auf und liest halt die ganzen Daten raus. Zum Vergleich mit Rsync noch, anderes Beispiel, angenommen ihr habt eine große Fotosammlung, knipst halt so vor euch hin, habt viele Bilder im Jahr und am Ende des Jahres geht ihr immer her, tut euren Bilderordner umbenennen auf Bilder 2015 zum Beispiel. Wenn ihr das bei Rsync macht und ihr ändert den Pfad, dann tut euch Rsync nichts mehr deduplizieren mit dieser Hardlink-Methode. Und viele andere Tools, die sich am Pfad orientieren, wissen dann auch nicht mehr, dass es im Prinzip die gleiche Datei ist. Dann habt ihr halt alle Dateien mit einem anderen Pfad nochmal mit zusätzlichem Speicherverbrauch auf dem Speichermedium. Bei Borg Backup ist das irrelevant, weil der sich nicht an den Dateinamen orientiert, sondern die Dateien in Blöcke zerhackt und sich am Inhalt der Blöcke orientiert. Und wenn er die Inhalte schon mal hatte, speichert er sich nicht nochmal, egal wie die jetzt heißen oder wo die liegen. Dann, wenn ihr... Ja. Runtergegangen? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass er vorher beim Deduplizieren mehr Speicher geflasht hat. Das ist jetzt einfach, dass sich da was geändert oder wie kannst du das vielleicht nochmal? Meinst du jetzt RAM? RAM, ja. Ja, das hat sich geändert. Das war ein Problem von Attic. Attic hat als Chunkgröße, also diese Häppchen, die er produziert, hat er so eine Zielgröße von 64 Kilobyte gehabt.
Und jetzt musst du einfach ausrechnen, ich habe 1 Terabyte Daten geteilt durch im Mittel 64 Kilobyte, das sind ziemlich viele Chunks. Und jeder Chunk muss verwaltet werden und der liegt in der Hashtable im Memory. Und deshalb gab es bei Attic regelmäßig Probleme von Leuten, die jetzt ein NAS hatten mit 4 Terabyte Platten drin, aber das NAS hatte halt nur 0,5 Gigabyte RAM, dann ist regelmäßig das RAM ausgegangen. Und deshalb bin ich hergegangen und habe die Standard-Chunk-Größe einfach auf 1 Megabyte oder 2 erhöht. Dadurch ist der RAM-Verbrauch halt auf einen Schlagfaktor 16 oder so runtergegangen und deshalb hast du diese Probleme in der Regel nicht mehr. Es sei denn, so ein System ist halt extrem unausgewogen. Also wenn du unheimlich viel Plattenplatz kombinierst mit wenig RAM, dann kann es dir im Prinzip immer noch passieren. Ja. Aber so auf normalen Konstellationen hat man also das Problem deutlich seltener. Und auch natürlich der Index, wo auf Platte dann gespeichert wird, ist ja im Endeffekt das Gleiche. Der braucht natürlich auch weniger Platz. Und die Transaktionen gehen schneller, weil er weniger umschaufeln muss. Also das hatte durchaus positive Auswirkungen, hat natürlich auch eine negative Auswirkung, wenn man diese Häppchen gröber macht, gröber hackt quasi, dann ist natürlich die Deduplizierung nicht mehr so feingranular. Also da kann es sein, dass er nicht mehr ganz so gut dedupliziert. Ist aber jetzt nicht so kritisch jetzt eigentlich, wie wenn man einfach das RAM ausgeht. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr tut irgendwie eine bestimmte Menge von Daten sichern, dann wird ja praktisch innerhalb dieser Datenmenge dedupliziert. Also angenommen, ihr habt ein paar Dateien doppelt auf der Platte oder vielleicht in irgendwelchen VM-Dateien halt irgendwo viele Nullen drin. Dann wird also da praktisch durch Deduplikation die Luft rausgelassen. Also selbst ohne Kompression. Das ist praktisch die erste Art, wie man oder was man deduplizieren kann. Das ist aber oft nicht so arg viel, also wenn ihr jetzt nicht aus Versehen einen Haufen Doppelte auf der Platte habt, ist das jetzt nicht so arg ausschlaggebend. Was aber viel massiver zuschlägt, ist die historische Deduplizierung. Also ihr macht jeden Tag ein Backup und 98% aller Dateien sind immer die gleichen. Dadurch hat man also sehr hohe Deduplizierung, wenn man die alle betrachtet. Und das macht Borg Backup. Also Borg Backup weiß immer, was für Datenchunks im Repository sind. Und zwar alle, nicht nur die jetzigen oder die vorherigen, sondern praktisch bis zum Anfang zurück. Und was auch ganz nett ist, wenn ihr mehrere Rechner ins gleiche Repository rein backupt, dann könnt ihr sogar einen Datenbestand von Rechner A nach Rechner B verschieben und der tut es trotzdem deduplizieren, wenn ihr ins gleiche Repository rein sichert, weil einfach die Häppchen nachher die gleichen sind wie vorher, egal wo das Zeug jetzt liegt. Oder wenn ihr einen Haufen Rechner habt, wo überall das gleiche Betriebssystem drauf ist, das sind ja auch die gleichen Dateien dann, würde auch dedupliziert werden. Hat allerdings einen kleinen Haken, die Synchronisation mit den Chunk-Indexes, die braucht ein bisschen Zeit dann, also ist nicht ganz perfekt. Also wird halt ein bisschen langsamer. Zu dieser Deduplizierung kurz noch die Erklärung, wie das funktioniert. Also man könnte ja im Prinzip sagen, okay, ich habe so eine Datei, ist ein Gigabyte groß und ich tue jetzt einfach bei 0 anfangen, nach 1 Megabyte tue ich trennen, nach 2 Megabyte tue ich trennen, nach 3 Megabyte tue ich trennen. Dann hätte ich so Blöcke, könnte ich den Hash rechnen, könnte ich deduplizieren. Das Problem, was dann auftritt, ist, wenn man vorne quasi was in die Datei einfügen würde und der Rest würde sich komplett nach hinten verschieben, dann würde praktisch beim nächsten Mal hacken an diesen definierten Grenzen, würden praktisch immer andere Blöcke entstehen. Da wäre nie das gleiche drin wie vorher. Deshalb wird nicht an bestimmten Offsets geschnitten in Blöcke, sondern der richtet sich praktisch nach dem Inhalt der Datei. Und dazu wird ein sogenannter Rolling Hash verwendet. Da wird praktisch wie eine Art Fenster über die Datei drüber geschoben, immer wieder ein Hashwert in dem Fenster berechnet. Und wenn der Hashwert dann einen bestimmten Wert auf den letzten paar Bits annimmt, das ist praktisch das Signal dann zum Schneiden. Und da sich das halt am Inhalt orientiert, kann ich praktisch den Inhalt nach vorne, nach hinten verschieben, wie ich will. Der tut praktisch immer sinngemäß an der gleichen Stelle schneiden. Und der ist halt so parametrisiert bei Borg, dass er halt, ich glaube, 1 oder 2 Megabyte typischerweise so als Zielgröße hat. Das kann natürlich, je nachdem, wie der Hash sich entwickelt, mehr oder weniger sein. Das Einzige, was vermieden wird, wir haben so eine Mindestgröße. Also er macht keine kleineren Schnitte wie 0,5 Megabyte. Und das Maximum ist, glaube ich, 8 Megabyte. Also irgendwo da zwischendrin macht er dann mal einen Schnitt.
Die Paranoiden könnten jetzt annehmen, ja, wenn dieser da nach diesem Hash immer schneidet, dann kann ich ja an der Länge der Stückchen erkennen, was der für Daten hatte, selbst wenn es verschlüsselt ist. Das wird allerdings vermieden, indem die Tabelle, die dieser Hashing-Algorithmus benutzt, da stehen im Prinzip Zufallswerte drin, die wird praktisch mit dem Random Key nochmal XORed. Und dadurch kann man also, wenn man den Random Key, den Seed praktisch nicht kennt, kann man nicht vorhersagen, wo geschnitten wird. Also selbst wenn man die gleiche Datei hat und es praktisch versucht nachzustellen. Also wenn zwei Leute die gleichen Daten zerhacken im Krypto-Modus, sind die Schnittstellen unterschiedlich. Das Repository an sich ist wie ein Key-Value-Storage organisiert. Ich habe also einen Schlüssel und unter diesem Schlüssel wird halt als Value dieser Brocken abgespeichert, dieser Chunk. Und die Adresse quasi, die ID, ist einfach der Hashwert von dem Inhalt. Also normalerweise ohne Krypto-Modus SHA-256. Sobald ihr Krypto anmacht, wird halt HMAC SHA-256 benutzt. Und da geht dann halt der MAC-Key mit ein. Das heißt, die Signatur kann auch niemand anderes machen, wenn er den MAC-Key nicht hat. Jetzt mal die Zeit aus. Okay, ich hatte ja letztes Jahr hier schon einen Vortrag gehalten. Das war ungefähr so zu der Zeit, wo wir auch den Fork dann gemacht haben von Etik. Also 2015, ungefähr im Mai. Die Ausgangsbasis nochmal, also bei Etik war nicht eine recht gute, ein recht guter Code da. Uns hat im Prinzip eigentlich nur so an so vielen Kleinigkeiten, sage ich mal, gescheitert. Also so viele kleine Bugs und so ein paar Ärgernisse und so. Und was halt leider ein bisschen ungeschickt war, der Hauptentwickler hatte irgendwie relativ wenig Zeit, sich da irgendwie drum zu kümmern. Aber gleichzeitig wollte er trotzdem lieber alles selber machen. Also er wollte da nichts irgendwie delegieren oder andere Entwickler da groß beteiligen. Deshalb haben sich halt damals diese Pull-Requests alle ein bisschen aufgestapelt. Und selbst wenn man jetzt reinguckt, da sind immer noch 30 alte Pull-Requests drin. Da hat sich also leider nicht so arg viel getan. Obwohl eigentlich viele Leute da was machen wollten. Und das war im Prinzip damals der Grund, dass ich es geforkt habe. Einfach halt, dass ich weitermachen kann und dass ich halt das Zeug, was gut ist, halt dann merchen konnte. Auch die Ziele waren so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben das also mit dem Hauptentwickler so kurz diskutiert. Er wollte mehr so das sehr, sehr konservativ halten und für ewig kompatibel bleiben und so. Und das ist halt so ein bisschen so ein Modus. Das ist zwar bei Backup-Software verständlich und ist natürlich auch ein Wunsch von vielen Anwendern. Aber wenn man dann halt einmal eine falsche Designentscheidung macht und will man ewig kompatibel bleiben, dann wird halt die Codebasis im Prinzip immer größer und komplizierter und mit If-Else und so. Also fand ich ein bisschen unangenehm, die Vorstellung. Und deshalb haben halt bei Borg Backup gesagt, okay, wir versuchen zwar auch kompatibel zu bleiben, aber wenn wir irgendwo merken, dass was irgendwie blöd ist, dann machen wir es halt anders und machen halt vielleicht irgendwie einen Konverter oder sowas, dass man halt sein Zeug dann konvertieren kann. Aber wir wollen nicht immer diesen alten Code auf Ewigkeit mitschleppen. So, auch wollte man natürlich das Ganze ein bisschen schneller entwickeln und dass also, wenn neue Entwickler reinkommen, dass also die Pull-Requests auch mal akzeptiert werden oder wenn sie nicht akzeptiert werden, dass halt zumindest ein Feedback kommt, so hier geht so nicht oder mach mal anders. Das war alles halt ein bisschen so schwierig im Etik-Projekt. Wie sich das jetzt entwickelt hat, sieht man hier. Also im Etik-Repo, wenn ihr da auf GitHub reinguckt, da seht ihr immer noch 600 Change-Sets, da hat sich nicht arg viel geändert. Ist von unserer Seite her sehr angenehm, weil wir haben keine komplexen Merges jetzt zu machen mit irgendwelchen Änderungen, die von Etik herkommen. Und in unserem Repo sind inzwischen 2300 Change-Sets drin, viele von mir, aber auch viele von anderen Entwicklern. Und ich habe auch teilweise die alten Pull-Requests, wo bei Etik offen waren noch, habe die Leute angequatscht halt und da haben wir das einfach bei uns halt mit reingemerged. Also da ist jetzt praktisch halt sehr viel zusammengeführt worden, was im Prinzip halt irgendwie so pending war. Es ist auch nicht mehr ein Ein-Mann-Projekt. Inzwischen haben wir so ja, 5, sage ich mal, aktive Leute. So 2, 3 machen sehr viel.
Die anderen so ab und zu halt mal was. Einer hat sich jetzt sogar auf Windows gestürzt. Also da geht es durchaus voran. Auf GitHub ist recht viel los, im IRC-Channel auch. Mailingliste ist ein bisschen ruhiger. Wer seither Attic benutzt, will sich vielleicht den Issue Nummer 5 bei uns mal angucken. Da ist so eine riesenlange Liste mit Attic-Links drin, also die ganzen Issues, wo da noch offen waren. Und ich habe im Prinzip alle abgehakt, die wir entweder gefixt haben oder wo wir ein eigenes Issue im Issue-Tracker haben. Aber so 80-90%, denke ich mal, sind einfach gefixt worden, also kein Problem mehr. Ein paar neue Features haben wir eingebaut, das Testing haben wir noch stark optimiert, also mehr Tests, mehr Plattform-Testing, Vagrant und auch die Doku habe ich ein bisschen überarbeitet, dass die noch ein bisschen besser ist, weil diese ganzen Mailinglisten-Diskussionen und hier mal ein bisschen Info, da mal ein bisschen Info, das ist halt besser, wenn man das alles zusammenführt, dass man das alles an einer Stelle hat. Und da gibt es im Endeffekt auch weniger Fragen. Wir haben dann vor kurzem eine 1.0-Release gemacht. Das habe ich vom Timing her so gemacht, dass es bei Ubuntu noch reinpasst in die 16.04-Release. Weil wenn da halt die alte Version noch reingekommen wäre, die hätte man dann halt irgendwie 5 Jahre lang pflegen müssen. Und das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte da einen relativ aktuellen Stand drin haben. Und das hat auch geklappt. Also inzwischen sind wir bei 1.03. Und die Point-Releases, das waren halt so ein paar kleine Fixes, wo sich noch nachträglich herausgestellt haben. Bei BSD ist auch bei recht vielen Distributionen drin. In Package Source habe ich gesehen, ist glaube drin gelandet. In Homebrew für Mac ist glaube drin. Also das macht gerade so die Runde. Cygwin, wie gesagt, ohne Gewehr, sollte aber auch so für einfache Backups brauchbar sein. Irgendwann kam es dann auf Slashdot, das hat auch ziemlich viele Zugriffe gebracht. Und auf Twitter, Reddit und in irgendwelchen Blogs wurde doch einiges drüber geredet. Also es spricht sich gerade so ein bisschen rum. Das war bei Attic auch so ein bisschen das Problem. Attic hat zwar im Prinzip schon irgendwie funktioniert, aber irgendwie kannte es keiner und man hat es eigentlich nur so durch Zufall gefunden. An der 1.1-Release arbeiten wir gerade. Ich denke mal so 1, 2, 3 Monate wird die dann released. Da kommen noch ein paar Features hinzu. Eins ist, dass man sagen kann diff und ich kann dann einfach die Differenz zwischen zwei Backup-Archiven berechnen. Wenn man jetzt ein inkrementelles Backup-Schema hätte, wäre das trivial, weil das tut ja einfach nur die Unterschiede dann sichern. Auch bei Borg-Backup müsst ihr immer bedenken, jedes Backup ist ein Voll-Backup. Also wenn man da die Differenz wissen will, muss man das quasi wirklich berechnen anhand der Metadaten. Was auch reinkommt, ist ein Recreate-Feature. Das hat ein anderer Entwickler entwickelt. Da kann man praktisch, wenn man sich vielleicht mal, also wenn man zum Beispiel mit Attic gebackupt hat, mit dieser kleinen Chunk-Größe und hat jetzt so viele so kleine Chunks im Repo und man will die loswerden, kann man einfach ein bestehendes Backup-Archiv neu erzeugen mit der größeren Chunk-Größe, dass einfach der Verwaltungsaufwand geringer wird. Oder wenn man die falsche Kompression genommen hat, und man hat sich da anders entschieden, dass man es einfach nochmal mit einer anderen Kompression neu komprimiert. Und es geht halt ohne, dass man das jetzt komplett auf Platte auspacken muss, sondern das macht er dann halt so intern, ohne wegspeichern. Muss er dann das Archiv vom Platz her komplett neu anlegen oder baut er das bestehende Repository? Ja. Also die Frage war, ob der das bestehende Archiv umbastelt intern oder ob der ein neues Archiv anlegt. Also er legt ein neues Archiv an. Also temporär braucht man schon ein bisschen mehr Platz. Es ist allerdings die deutlich sichere Methode, weil wenn ihr halt in bestehende Daten rumfummelt und irgendwas geht schief, dann habt ihr halt möglicherweise einen Zustand, wo irgendwie suboptimal ist. Also Borg Backup versucht immer so mit Transaktionen zu schaffen, dass man irgendwie erst was Neues macht, Commit, und der alte Kram erst danach dann wegschmeißt, nachdem er sich sicher ist, dass das neue in trockenen Tüchern ist. Ja. Also auch schon von daher will man das Recreate dann so machen. Manche Leute wollen, wenn sie so ein Borg-Backup-Repository haben, wollen sie es nochmal kopieren irgendwo anders hin. Und könnte man zum Beispiel mit Rsync machen. Dann hat man ein bisschen das Problem, dass wenn man da Rsync laufen lässt, will man natürlich vermeiden, dass man aus Versehen jetzt Rsync genau zu dem Moment laufen lässt, wo gerade Borg-Backup läuft. Weil dann würde man quasi einen Zustand Rsync, der intern nicht konsistent ist.
Deshalb habe ich das with lock gemacht. Da kann ich einfach sagen, Borg with lock, Async und dann die ganzen Async-Parameter. Und dann wird praktisch Borg so als Wrapper um Async drumherum genommen. Der macht halt erst einen Repository-Lock, dann tut er das Async aufrufen, wartet, bis der Prozess von Async sich terminiert. Und wenn der terminiert ist, dann nimmt er halt das Lock wieder weg. Dadurch kann ich vermeiden, dass mir dann irgendwie da ein Borg-Backup zwischen reinläuft und die sich dann irgendwie in die Haare kriegen. Borg-Comment ist so ein kleines Feature, damit könnt ihr nachträglich einen Kommentar zu einem Archiv hinzufügen, so dieses Archiv habe ich gemacht vor der großen Migration oder irgendwie sowas. Also einfach was, was über den Namen vom Archiv hinausgeht. Dann, ich habe noch an der Kompression ein bisschen gearbeitet und habe da so einen sogenannten Compression Decider an zwei Stellen eingebaut. Also der erste Entscheider, der arbeitet einfach mit einer Config und in die Config könnt ihr dann reinschreiben *.mp3, *.jpeg, *.zip, *.sonst was und bitte Compression None. Weil das braucht ihr nicht versuchen zu komprimieren, das ist relativ hoffnungslos. Da kann man sich also die CPU-Zeit sparen einfach. Man könnte theoretisch auch sagen, irgendeine große VM-Image-Dateiformat und bitte da LZ4 nehmen, weil es halt schnell ist. Und *.text, wenn ich nur so Kleinkram-Textdateien habe, dass ich da sehr viel Aufwand dann reinstecken will und bitte mit LZMA komprimieren will. Also man kann sich einfach für die Kompression entscheiden, abhängig von einem regulären Ausdruck auf den Pfad. Also ich kann sogar abhängig vom Pfad entscheiden. Es muss nicht die Erweiterung sein. Wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Web-App ein Verzeichnis habe, wo halt ein Haufen Images liegen, die aber nicht .jpeg heißen, die einfach nur eine Hex-ID haben, kann ich trotzdem sagen, diesen Pfad bitte nicht komprimieren. Aber alles andere trotzdem. Das ist die erste Stufe, also die entscheidet anhand von Pfad- und Filename-Metadaten. Die zweite Stufe von dem Entscheider, die kriegt also diese Informationen von dem ersten Entscheider. Wenn der dann schon entschieden hat, ich will LZ4 haben, dann macht es das einfach. Wenn der bisher noch keine Entscheidung getroffen hat, weil es da keine Regel gab, dann tut einfach der zweite Entscheider versuchen, die Daten mit LZ4 zu komprimieren. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder das Zeug lässt sich nicht komprimieren, ist also genauso groß oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer wie vorher. Dann lässt es einfach bleiben, dann macht er keine Kompression. Oder er stellt fest, hups, das lässt sich auf 60% komprimieren. Und dann kann man konfigurieren, was er dann machen soll. Also er könnte dann zum Beispiel zlib draufschmeißen und einfach nochmal eine teure Kompression mit zlib machen, um das letzte bisschen noch rauszuholen. Vorteil bei LZ4 ist, das ist so schnell, das fällt nicht groß auf, wenn man das einfach mal probiert, ob da was geht. Was auch noch kommt in 1.1 ist Geschwindigkeitsverbesserungen, also zum Beispiel dieses Fuse-Mount ist deutlich schneller geworden. Dann, wenn man Festplatten als Quelle hat, ist einer auf die Idee gekommen, wenn ich jetzt so ein Directory abarbeite mit vielen, vielen Dateien drin und ich habe eine Festplatte, dann ist es geschickt, wenn ich die Dateien einfach nicht nur in der Reihenfolge, wie sie im Directory stehen, abarbeite, sondern wenn ich die nach Inode-Nummer sortiere und dann praktisch die nach Inode sortiert abklapper, weil dann ist es praktisch ein linearer Sieg quasi auf der Platte und nicht so ein Hin und Her auf der Platte. Es gibt noch eine andere Änderung beim Traversal, das ist auf eine Python-Optimierung zurückzuführen. Python war früher da ein bisschen suboptimal und hat praktisch beim Directory-Listen immer auch noch einen Stat zusätzlich gemacht. Und die neue API, die verhindert halt diesen einen Call. Und wenn man dann halt die Stat-Daten haben will, macht man halt einfach selber. Und was ich noch vorhabe, ist im Repository so ein bisschen aufräumen und den Source-Code in ein Source-Verzeichnis reinzupacken und auch noch ein paar Imports und so aufräumen. Das ist also mehr so Source-Code-Kosmetik. Und dann machen wir eine Release, weil dann kommt die große Baustelle. Borg ist momentan noch single-threaded. Das merkt ihr dann, wenn ihr ein großes Backup macht und feststellt, aha, mein Prozessor ist irgendwie nur zu 30% ausgelastet. Und ich habe zwar 8 Cores, aber irgendwie langweilen sich die meistens, obwohl es eigentlich viel zu komprimieren und zu verschlüsseln und zu hashen gibt. Das liegt einfach daran, es ist nur ein Thread und der macht halt alles linear hintereinander.
Ich habe bei Ethic schon Multithreading mal in so einem experimentellen Branch gemacht. Aber da könnt ihr euch vorstellen, so Multithreading, das ist immer so ein bisschen eine haarige Sache. Also da kann man relativ schnell so Race Conditions kriegen und beim Krypto muss man auch aufpassen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass da nicht irgendwie sich das Ding aufhängt oder sonst was Blödes passiert. Ja, das ist das Gute. Man denkt zwar, ja, Python und Global Interpreter Lock und Multithreading, das ist alles nicht so toll. Ist im Fall von Borg Backup eine gute Situation, weil das GIL tut ja nur Python-Code gegeneinander abschirmen, dass also nicht an zwei Cores gleichzeitig Python-Code läuft. Aber die heftigen Sachen, die wir machen, sind ja I.O. und bei I.O. wird das GIL freigegeben. Noch heftig ist Kompression, ist C-Code, wird auch das GIL freigegeben. Verschlüsselung, auch C-Code, wird auch das GIL freigegeben. Hashing, auch C-Code, wird auch GIL freigegeben. Also wir haben wenig Probleme mit dem GIL, weil die ganzen heftigen Sachen, die wir machen, ist alles irgendwo I.O. oder C-Code und da haben wir keine GIL-Probleme. Also von dem Aspekt her haben wir Glück gehabt. Wenn wir jetzt so rein numerische Berechnungen in Python machen würde, da hätten wir viel größere Probleme, da irgendwas vernünftig zu parallelisieren. Was allerdings halt als Problem auftritt, sind Race Conditions. Dass halt verschiedene Dinge unterschiedlich schnell da irgendwie durchlaufen und nicht in der Reihenfolge hinten rausfallen, wie es seither war. Oder dass vielleicht bei Krypto irgendwie diese Counter-Values da irgendwie ein bisschen schwieriger sind. Deshalb wollte ich im ersten Ansatz so eine Art serielles Multithreading machen. Also wie so Fließbandarbeit. Erstes Fließband macht so I.O., geht es in eine Queue rein. Nächstes Ding macht Hashing, Krypto, Kompression, geht es wieder in eine Queue rein. Und dann wird es halt irgendwie dann rausgeschrieben und praktisch jeder dieser Fließbänder bedient sich immer aus so einer Queue raus. Das heißt, das Ganze ist immer noch genauso seriell wie vorher, es passieren aber doch mehrere Dinge gleichzeitig. Also wenn ich zum Beispiel in der hintersten Stufe beim Wegschreiben einen Sync mache, so ein Sync sorgt ja dafür, dass alles auf die Platte geschrieben werden muss. Und seither war das so, dass der dann einfach das gemacht hat und gewartet hat, bis es fertig war. Wenn ich das jetzt mit Threads mache, macht er zwar den Sync genauso, aber während der Wartezeit kann er praktisch vorne schon wieder die nächsten paar Dateien lesen und in die Warteschlange reinschmeißen. Also ich kriege so ein bisschen Multithreading dadurch, ohne dass ich jetzt die Gefahr habe, dass alles einen GAU gibt und irgendwelche Fehlfunktionen auslöst. Und die schwierigen Sachen kann man dann im zweiten Schritt machen. Es klingt so, als ob du schon Tests gemacht hättest in die Richtung. Ja. Also ich habe mit dem richtigen Multithreading, also nicht mit dem hier, sondern mit dem, wo es so richtig parallel probiert, habe ich Faktor 3, glaube ich, hingekriegt. Ist nicht ganz perfekt, weil Python ist da so mit dem GIL ein bisschen auf der Bremse. Ich glaube, das war auf dieser Kiste hier, also ein Dual-Core mit Hyper-Threading. Also viel mehr kann man eigentlich nicht erwarten, weil das Hyper-Threading ist ja nur so ein bisschen Beschleunigung. Es wird natürlich umso heftiger, je stärkere Kompression man verwendet. Wenn man hier sagt, okay, ich will unbedingt jetzt mit LZMA Level 6 komprimieren, dann hat er rein mit der Kompression so viel zu tun, dass ich praktisch da 8 oder 16 Cores problemlos auslasten kann. Je mehr sich das mit der I.O. mischt, desto schlechter wird aber wahrscheinlich dann das Verhältnis. Also da hatte ich also gedacht, dass man so grob diese Stufen vielleicht machen könnte. Man kann im ersten Schritt vielleicht ein paar weniger Stufen haben. Wenn man dann merkt, dass mehr Stufen besser sind, macht man ein paar mehr. Aber dadurch, dass das alles schön in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet wird, habe ich keine Probleme, dass da irgendwie Races entstehen. Und CPU-Last geht halt dadurch entsprechend etwas höher und euer Backup ist schneller fertig. Was auch noch geplant ist für die 1.2, ist AES-GCM hinzuzufügen, weil es einfach halt viel schneller ist wie diese 2-Pass-Geschichte. Und auch im Key-Management wollen wir ein bisschen was ändern. Hat auch unter anderem mit der Flexibilität zu tun. So, ihr seid alle eingeladen mitzuarbeiten. Also wenn jemand Python oder Cython oder C spricht, kann er gerne mitprogrammieren. Ansonsten halt testen, wenn ihr Bugs findet, einen Bug-Report aufmachen. Wenn es in der Doku irgendein Problem gibt, irgendwas fehlt oder ist unklar, könnt ihr auch ein Ticket aufmachen. Also generell einfach da ein bisschen Feedback geben. Oder wenn ihr ein Security-Review machen könnt,
und irgendwas Neues findet, was nicht eh schon im Issue-Tracker steht. Das wäre also auch sehr willkommen, weil es ist relativ viel Krypto und Authentifizierung und so hier am Werk. Ansonsten weitersagen halt, wenn es euch gefällt. Es ist leider halt noch nicht so arg bekannt. Also Airsync oder so ist natürlich viel bekannter, weil es viel älter ist. Was man auch immer brauchen können, sind Distributionspackages. Also wenn irgendwie eine Linux-Distribution noch kein Backup-Package hat und ihr benutzt die Distribution, könnt ihr vielleicht einfach eins machen. Oder auch für verschiedene Plattformen halt ein bisschen dafür sorgen, dass alles rund läuft. Also wenn ihr irgendeine exotische Hardware habt, wo wir bisher nicht regelmäßig testen, halt einfach mal gucken, ob es funktioniert. Im IRC gibt es einen Borg-Backup-Channel, da ist einiges los. Da liegt die Doku, FreeTheDocs.io. Ich bin auch noch bis morgen hier auf der Konferenz, ihr könnt mich also auch hier abgreifen. Und angesichts dessen, dass wir nur noch 5 Minuten haben, machen wir noch ein bisschen Fragerunde, oder? Ja. Ich bin inzwischen ein Riesenfan von Crypto-Dommels geworden, also ja. Als mal hier zum Beispiel zum Ende YubiKey. Ist das vor? Die Frage glaube ich nochmal. Ich benutze gerne ein YubiKey. Ja. Und ist es geplant, solche Dongles tatsächlich auch zu benutzen, um jetzt zum Beispiel die Keyfile zu ersetzen? Ja, also sagen wir so, das wäre durchaus sinnvoll, weil momentan ist so, wir machen ja symmetrische Krypto. Das heißt, so ein Borg-Backup-Client, der jetzt in ein Krypto-Repository reinspeichern soll, muss irgendwo diesen symmetrischen Key rumliegen haben. Und üblicherweise steht halt die Passphrase für einen Key dann in irgendeinem Backup-Skript drin. Das müsst ihr auch beachten, dass ihr da bitte dann die Rechte richtig setzt, dass da nicht jeder reingucken kann. Aber es ist natürlich nicht die optimale Weise, jetzt irgendwelche Keys zu speichern. Also von daher wäre es durchaus sinnvoll. Müsste sich aber halt irgendjemand drum kümmern. Und wenn es irgendwie so machbar wäre, dass man es nicht unbedingt im Core-Code einbauen muss, sondern dass das irgendwie vielleicht anders geht, wäre es natürlich angenehm, weil es gibt halt sehr viele unterschiedliche solche Systeme und von anderen Herstellern. Und ja, also von daher wäre das vielleicht so ein Related-Projekt mehr. Müsste aber halt irgendjemand machen. Also ich habe keinen YubiKey. Und es gibt ja auch noch andere, wie heißt so Nitro-Key und so gibt es ja auch noch, ja. Also wäre durchaus sinnvoll, aber ist momentan jetzt noch nichts drin. Es gibt ein Ticket zum Thema Keychain Support, wo man also mehr so die Software-Dinger supportet, also irgendwie von GNOME, Ubuntu, so eine Software-Schlüsselspeicher oder bei Apple gibt es auch irgendwie sowas. Ist aber momentan auch nur ein offenes Ticket, hat sich jetzt also noch niemand drauf gestürzt. Wäre aber sicher sinnvoll, weil sonst liegen halt die Keys irgendwie so rum und vor allem halt die Passphrases, um die Keys zu öffnen. Ja. Ja, wenn man Remote Backups verwendet, geht es ja über SSH. Besteht da die Möglichkeit, Write-Only Backups zu erzeugen? Dass man quasi von der Kiste, die Backups macht, das Backup auf der anderen Seite gar nicht mehr löschen kann? Jein. Also Write-Only geht nicht, weil wir müssen teilweise auch Daten zurücklesen können. Also wir können jetzt nicht einfach asymmetrische Krypto machen, sondern wir verschlüsseln es für den Empfänger und kümmern uns nie wieder drum. Das geht nicht, weil ich muss zumindest das Manifest mit der Liste der Archive zurücklesen können. Was aber geht und was auch schon implementiert ist, ist ein sogenannter Append-Only-Modus. Da kann ich dafür sorgen, dass die alten Segmentdateien, die er also in den letzten Monaten halt produziert hat, dass die praktisch nach dem erstmaligen Schreiben nie wieder modifiziert werden. Er tut immer nur neue hinten ranhängen. Das heißt, angenommen ein Angreifer würde den Server ownen, würde root werden, würde das Borg-Zeug finden, würde versuchen, alles zu löschen, auch auf dem Backup, dann würde der quasi nur weitere Transaktionseinträge produzieren in dieser großen Log-Datei, die einfach hinten dranhängen. Und neuerdings tun wir eine Log-Datei schreiben, wo diese die Nummern quasi drinstehen, wo so eine Transaktion anfängt. Also ich könnte praktisch hergehen danach, wenn sowas passiert, in das Log reingucken, sehen, aha, bis 32.500 waren es noch meine Commits, danach war es der Angreifer, also schmeiße ich einfach alle Segmentdateien weg, die danach kamen
und mein Repo ist wieder genau wie vorher. Hat allerdings den Nachteil, er löscht dann halt nichts, also der Platzverbrauch steigt halt. Man müsste wahrscheinlich dann halt so alle Monate oder Jahre, je nachdem wie viel Platz man hat, halt mal das Append-Only rausmachen und dann vielleicht halt doch mal was löschen lassen und danach wieder reinmachen. Also so ein bisschen wird supported, aber ja, ich weiß nicht, ob wir die perfekte Lösung da schon gefunden haben. Oft wird auch nach Pull-Modus gefragt, also dass man nicht den Push vom Client auf den Server macht, sondern irgendwie andersrum. Gibt es jetzt in der Software selber noch keinen Support dafür. Man kann aber möglicherweise über SSH-R so einen Reverse-Tunnel-Modus aktivieren. Dann kann man also zumindest von einem Repo-Server, der hinter einer Firewall steht, die Verbindung nach außen machen, anstatt umgekehrt. Müsste allerdings noch jemand dokumentieren, habe ich jetzt selber noch nicht getestet. Okay, kannst du was zum Restore-Zeiten sagen? Ich habe da recht extrem schlechte Erfahrungen mit Tasknap und auch OpNAM gemacht, wo ich halt 2-3 Tage auf meinem Restore gewartet habe. Ja, gibt es 2 Fälle. Einmal ist Fuse. Fuse ist so ein Convenience-Feature, sage ich mal, wo dafür optimiert ist, dass jemand sich ein paar wenige Dateien aus dem Backup holen will. Fuse ist relativ langsam. Also das ist nicht auf maximale Performance gedacht, sondern mehr halt, dass man so rumgucken kann und sich das eine oder andere rausholt. Nicht jetzt um Terabytes komplett zurückzuspielen. Das andere ist der normale Extract-Modus, also wenn ich es einfach über Kommandozeile anschmeiße, da ist so, der sollte eigentlich doch mit recht maximaler Geschwindigkeit laufen. Er ist aber nicht so stark optimiert wie das Create, weil er halt seltener benutzt wird. Aber ich sag mal so, ein Create auf dieser Kiste hier, ich weiß nicht, was waren es, 30 Megabyte pro Sekunde. Ich denke mal, so ein Restore wäre wahrscheinlich 10, 20, 30. Also vielleicht nicht ganz so schnell wie ein Create, aber zumindest nicht so schlecht jetzt, wie wenn ich da mit Fuse rummache. Und wenn es also, kannst du vielleicht mal testen, ich habe jetzt keine Benchmarks gerade im Kopf vom Restore, weil es halt wie gesagt seltener benutzt wird. Aber mir wäre es jetzt nicht bewusst, dass es ein Problem ist. Ja, wenn es ein Problem ist, dann vielleicht ein Ticket aufmachen. Auch das Multithreading übrigens ist natürlich vor allem für den Create-Fall dann optimiert erstmal während dem Restore. Kann man es vielleicht auch dann irgendwann machen, wäre aber dann praktisch erst an zweiter Stelle. Aber generell, also beim Extract ist es halt so, der geht ja dann praktisch in ein bestimmtes Archiv rein, zieht sich die Metadaten, in den Metadaten steht praktisch die Liste der Chunks drin, die so eine Datei zusammensetzen, und der fordert dann halt einfach die Chunks an. Und da gibt es also so ein Get-Many-Call in der Software, also der macht das auch nicht einzeln, sondern immer so ein paar. Also von daher, denke ich mal, hängt es vielleicht vor allem von der Latency der Netzwerkverbindung ab und wie schnell die Verbindung ist. Also da wäre jetzt zumindest in der Software mir nicht bewusst, dass es da jetzt ein Riesenproblem irgendwo gibt. Und generell, also Borg-Backup ist deutlich schneller wie jetzt zum Beispiel OpNAM. Also ich habe am Anfang, bevor ich Attic entdeckt habe, habe ich OpNAM entdeckt, aber ich habe es am gleichen Tag auch wieder abgewöhnt, weil das so langsam war. Ja. Und Borg ist im Vergleich zu Attic jetzt auch nochmal einen Tacken schneller geworden durch ein paar Optimierungen. Und von daher bin ich da also durchaus optimistisch, dass wir jetzt da kein großes Problem haben. Ist natürlich nicht ganz so schnell, wie wenn du einfach nur die Dateien ohne was übers Netz schiebst. Also ich gehe stark davon aus, dass es existiert, aber es gibt wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, so ein Repository dann auf eine Konsistenz zu prüfen, ja, dass man einfach sicher sein kann, okay, das Backup funktioniert auch, wenn ich es dann tatsächlich mal brauche. Also da gibt es 2 Sachen. Das eine heißt Borg-Check. Und das Borg-Check wiederum ist unterteilt. Man kann da also sagen, --- Repository only. Dann würde er zum Beispiel nur diese ganzen Segmentdateien angucken und die CRC prüfen. Das ist also so für schlechte Plattensektoren oder sowas oder mal aus Versehen ein Bit irgendwo gekippt, wird es wahrscheinlich gefunden. Ist aber keine kryptografisch starke Prüfung, weil so eine CRC hat halt bis 32 Bit. Vorteil ist, man kann sowas auf dem Server laufen lassen, weil er kein Krypto-Key braucht, um die CRC zu prüfen. Man kann noch einen erweiterten Check laufen lassen, wo er also auch die ganzen Archive entschlüsselt und entkomprimiert. Das geht allerdings dann nur vom Client aus, wenn man da halt einen Krypto-Key dafür braucht und macht entsprechend halt vielleicht Netzwerk-Traffic. Da würde er aber praktisch dann die ganzen Metadaten auch lesen, gucken, ob er alle Chunks hat und so weiter.
Das Einzige, was er in der aktuellen Release noch nicht macht, ist die Daten wirklich zu lesen. Also er guckt praktisch nur, ob er die Chunks hat, nicht ob da wirklich das Richtige drin steht. Kommt aber in der nächsten Version ein Switch rein. Wenn man also wirklich viel Zeit verbraten will, kann man auch noch alle Daten lesen lassen. Dann wird also der Hash bzw. die HMAC geprüft. Wenn man das momentan haben will, kann man es indirekt tun, wenn man sagt Bulk Extract minus minus Dry Run. Dann macht er praktisch alles wie bei einem normalen Extract, außer die Daten auf die Platte zu speichern. Also muss er sie auch entschlüsseln, verifizieren, Mac checken und so. Also das ist im Prinzip noch eine genauere Prüfung. Und da die SHA-256 und HMAC kryptografisch stark sind, ist da eigentlich fast ausgeschlossen, dass da irgendwas schief geht, ohne dass man es merkt. Noch Fragen, Anregungen, Feedback? Keiner? Ja, okay, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Und wenn noch jemand sonstige Fragen hat, ich bin noch eine Weile da.